Hallo ihr Lieben, ich bin Simone und ich freue mich, dass ihr bei meinem heutigen Workout wieder mit dabei seid. Wir trainieren den gesamten Körper, das heißt den Oberkörper, die Körpermitte und die Beine. Zusätzlich benötigen wir ein paar Hanteln zwischen 500 Gramm und 1 Kilo. Solltet ihr keine Hanteln besitzen, dann nehmt einfach ein paar kleine Wasserflaschen, das geht natürlich ganz genauso. Ergänzend benötigen wir noch eine Matte und dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig. Let's go! Okay, Bauchnabel einziehen, Brust raus, Schultern kreisen nach hinten. Hier, genau, schön tief durch die Beine. Hier, genau, schöne Mobilisation. Jawohl, hier, go, hier, nach hinten, go. Okay, Spannung in die Arme, Tempo, let's go. Hier, hier, gut. Die Beine ein bisschen breiter als die Hüfte. Sehr gut, come on, 4, 3 noch, 2 mal mehr und wir gehen in die Side to Side, go, Side, jawohl. Bauchnabel einziehen, Brust raus, Schultern tief, genau. Komm langsam in die Bewegung, sehr gut. Arme mit Bizeps, go, ja, sehr schön. Bauch ist fest. Genau. Und wir lächeln. Genau. Samstagmorgen. Wir haben noch das ganze Wochenende vor uns. Sehr schön. Hier. Gut. Oberarme fest am Oberkörper. Jawohl. Okay, go. 4. 3 noch. Das sieht gut aus. 2 mal mehr. Okay, Arm in die Hüfte. Step touch. Step touch. Hier. Öffnen, schließen. Und Arm in die Seite bringen, Handflächen zeigen nach unten und wir kreisen nach hinten. Sehr gut, genau, kleine Kreise. Perfekt, go, hier, one more. Okay, go, go. Okay, wir schaffen noch 4. 3 mehr, 2 noch. Okay, Arme beugen, strecken, beuge. Hier. Genau, schön kitzeln, Schultern. Okay, Ellbogen sind oben, eine Höhe mit den Schultern. Jetzt hier. Sehr gut, go, go. 4, 3 noch, 2 noch mehr. Arme bleiben außen weiter, Step Touch. Und wir kreisen nach vorne. Ja. Noch sind die Arme leicht wie eine Feder. Mindestens. Super. Auch hier immer wichtig, jedes Warm-up ohne Hanteln. Ganz genau. Der Körper muss sich dran gewöhnen. Auch hier wieder beugen, strecken, beugen. Ja. Es geht schon direkt los mit den Armen. Ne? Wir haben nur 60 Minuten Zeit. Und da muss alles einmal dran laufen. Sehr gut. Hier. Okay, Arme außen halten, bleiben. Handflächen zeigen nach oben. Go, beuge. Hier. Schön auf die Schultern. So, wenn ihr euch fit genug fühlt, geht ein bisschen tiefer runter mit den Beinen. 4, 3 noch. 2 mal mehr. Die Arme lösen weiter, Step Touch. Jawohl. Und mal die Schultern ein bisschen kreisen. Super. Okay, side to side, come on. Hier. Schön pendeln, genau. Bauchnabel immer noch Richtung Wirbelsäule. Das hört ihr heute so oft, das vergessen wir danach nie wieder. Es geht rüber. Seitlich zum Bildschirm. Sehr gut. Nehmt gerne die Arme richtig schön nach oben. In Verlängerung des Rückens. 4, 10, 10, go, 4, klasse macht ihr das, hoch, okay, wir bleiben hier, Arme nach oben, die Fersen sind am Boden, Oberkörper leicht nach vorne, okay, die Arme ziehen nach oben, vorne, hoch, hier, macht euch richtig schön lang, ja, und strecken. Okay, wir schaffen noch 4 mal, ziehen den Rücken auseinander. 4,
komm in die Bewegung. Repeater, come on, go, nach oben. Arme gehen mit. Yes. Schön nah am Oberkörper. Wow. Okay, super. Perfekt, Bauch ist fest. Schön Knie nach oben. Mehr, mehr, go. Klasse. Ziehen, 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 ziehen. Mehr, mehr, mehr. Die letzten 8 Male mit Power. Go. 5, push, push, go und löse. Abstütz zu Standbein und wir tappen mit dem freien Bein. Auch hier Schulterblätter nach hinten ziehen. Genau. Brust raus, Bauchnabel einziehen. Sehr gut, tappen, tappen. Go, 4, 3 noch. Letzten 2. Und die Ferse bleibt am Boden in der Schrittstellung. Stützen wir ab. Genau, Unterrücken, Kinn zur Brust. Hier kannst du buckeln. Okay, das Ganze mit ein bisschen Tempo. Gerade, gerade, runde Rücken. Noch einmal, Tutu. Genau, Mobilisation, Rücken. Rund, gerade, genau. Katzenbuckel und hier schön stolz, Brust raus, rund. Auch hier, wenn ihr merkt, das Tempo ist euch zu schnell, wählt euer eigenes Tempo, das ist auch hier gar kein Problem. Wir haben keine Choreo. Und gerade. Bleib im Rundrücken, Kinn zur Brust. Das tut gut. Drückt das Hohlkreuz weg. Schön rund. Okay, wir schließen die Beine, rollen langsam nach oben auf. Schultern kreisen nach hinten. Sehr gut. Wir gehen rüber in die Step Touch. Arme hier, öffnen, schließen. Gut. Perfekt. Genau. Hier 90 Grad. Arme öffnen. Gut. More and more. Was sagen die Lachmuskeln? Genau. Die sorgen für einen entspannten Gesichtsausdruck. Gut. Hier. Richtig schön Brustkorb weit öffnen. Das sieht gut aus. Richtig viel Bewegung auf der anderen Seite. Dankeschön. Super. Hier. Okay. Double, double. Zweimal rüber. Double. Und die Beine dürfen wieder ein bisschen mehr mitarbeiten. Sehr gut, noch einmal. Ja. Hier öffnen. Spitze. Okay, mehr, 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 mehr. Kann man tief beugen. Noch einmal. Sehr gut. Hier. Am Platz bleiben. Kniele. Kniele. Da sind sie wieder, die Arme. Ne? Gut. Knie kommt über Hüfthöhe. Bauch fest. Und wenn ihr möchtet, taucht hier ein. Ja, schön eintauchen. Go, Knie nach oben. Oberkörper ist gerade. Spitze. Sehr gut. Come on. 4, 3 noch. Sehr gut. So, ein bisschen Balance. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. 4, 4. Ach du arme Seite. 4, 3. Wechsel. Perfekt. Fixiert einen Punkt, der vor euch liegt. Ja. Schön Balance. Vor den ganzen Körper raus. Wechsel. Mal nach mir. Wechsel. Brust raus. Stolz. Sehr gut. Noch einmal. Die Arme können auch gerne ein bisschen gebeugt sein. Dienst zur Balance. Nochmal Single, Single. Let's go. Eintauchen. Single. Hier. Rücken ist gerade. Wow. Super, come on, hier. Come on, hier. Gut. Okay, kurz auslockern. Arme, Beine auslockern. Okay, starten side to side. Hier rüber. Okay, Arme hinter den Rücken bringen. Genau, Brustkorb weit öffnen. Schulterblätter zusammen. Genau, locker, locker. Gehen in die Leg Curls. Ferse zum Po. Genau. Einen kleinen Popo-Kick mit der Ferse nach hinten. Okay, nehmen die Arme mit. Hier. Push. Push. Und wenn ihr euch sicher fühlt, dann geht hier tief und hoch. Come on. Hoch. Schön mit Kraft die Beine und die Arme arbeiten. Und der ganze Körper ist mit dabei. Spitze. One more. Yes. Sehr gut. Mehr. Okay, let's go, go. 4, 3 noch.
zweimal mehr und wir kommen wieder in die Side-to-Side. Locker. So, es geht auf die andere Seite. Arme rechts und links neben dem Körper. Sehr gut. Viermal, go. Vier. Drei noch. Zweimal mehr. Okay, bleiben hier halten. Arme oben. Schön die Fersen auf den Boden bringen. Rücken ganz lang ziehen. Arme gehen nach oben und hoch und tief. Vier. Genau. Nutzt den kompletten Bewegungsradius. Jawohl. Hoch. Genau. Schön strecken. Wir schaffen noch viermal. Go. Drei mehr. Super. Zwei noch. Okay, es geht in die Repeater. Come on. Hier. Arme schön nah am Körper. Sehr gut. Wird schon ein bisschen wärmer. Ja? Dankeschön. Gut. Hier. Schön nach oben. Moin, moin. Auf geht's. Go, go. Die letzten. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und lösen. Abstützen. Tappen tief. Locker, locker. Genau. Wichtig hier. Belastung auf der Ferse. Gut. Ja. Tappen, tappen. Brust raus. Schulterblätter nach hinten ziehen. Bauch ist fest. Go. Vier. Okay, bleiben hier. Fußspitze absetzen. Abstützen auf dem Oberschenkel. Es geht tief runter. Okay, wir starten mit rundem Rücken. Zwei hoch und tief. Let's go. Hoch, rund und tief. Hier, Kinn zur Brust. Okay, wieder gerade. Rund. Und noch einmal mehr. Super. Yes. Okay, Spitze. One more. Runder Rücken. Und gerade arbeitet hier. Rund. Gerade, sehr schön, noch einmal mehr, rund. Okay, letzte Runde, hier rund. Okay, bleiben gerade, halten, halten, stützt euch ab, Oberschenkel. Und runter Rücken halten, Kinn zur Brust. Genau, keine wunderschöne Position, aber die ist richtig gut für den unteren Rückenbereich. Okay, und langsam Beine schließen, wir rollen auf. Gut, Beine auslockern, sehr schön, gut. So, Mobilisation, Oberkörper, Core-Training. Arme kommen in die Seite, Handflächen zeigen zu mir nach vorne. Die Beine sind immer so leicht gebeugt, ein bisschen breiter als die Hüfte. Es geht rüber, rüber. Ich weiß, ihr denkt erstmal so, oh, das ist aber einfach. Bleib nicht. Genau, Bauchnabel einziehen. Okay, als Tipp, hier, lass die Hüfte vorne. Und ganze Position drehen, ohne Spitz, ohne Zwischenschritt. Und rüber, rüber, rüber. Das Ganze ein bisschen mit Tempo. Go. Hier, hier. Genau. Hände schön auf einer Linie. Dreht den Oberkörper mit, aber Hüfte bleibt vorne. Yes. Hier, Bauchnabel einziehen. Rotation, mehr, mehr, hier. Sehr gut, geht gerne noch ein bisschen tiefer. Das Schöne ist, dann können wir noch besser die Hüfte ruhig halten. Gut, hier, richtig schön weit öffnen die Arme. Jawohl. Okay, super, come on, go. Vier, drei noch, zweimal mehr. Mitte halten, Arme bleiben hier, fair in den Beinen. Ja, Handflächen zeigen zu mir nach vorne. Sehr gut. More, 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 more. Go. Vier. Drei noch. Zweimal mehr. Wir bleiben unten im Plié, bringen die Arme nach vorne. Hier. Tempo, 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 Tempo. Go. Genau, komm ein bisschen nach vorne. Hier. Hep, hep. Genau. Schieb die Unterarme übereinander. Ja. Sehr gut. Brustmuskulatur. Zieh den Bauchnabel ein. Wow. Go. Man sieht auch hier die Hantel. Okay, Mama, Mama, vier. Drei noch. Zweimal mehr. Eins. Und langsam lösen. Schultern kreisen nach hinten. Okay, wir gehen in die Kniebeuge. Easy. Hände vorne gereitet. Und es geht runter. Hier, genau.
Ich zeige es gerne von der Seite. Beine ein bisschen geöffnet. Ihr habt das Gefühl, als ob ihr euch auf einen Stuhl setzt. Jawohl. Hier, nach hinten. Gut. Schultern weg von den Ohren. Ja. So, wir aktivieren die Arme. Runter, hoch. Habt das Gefühl, als ob ihr Wasser wegschiebt. Hoch, go. Wenn das Tempo zu schnell ist, wählt euer eigenes Tempo. Schulterhöhe greifen und dann wieder runter. Ja. Perfekt. Ich sehe schon, ich muss gleich ein bisschen mehr lesen. Für diese Momente sollte ich mir hier eine Brille hinlegen. Go, moin, moin. So, sehr gut, come on. Go, 4, 3 noch, 2-mal mehr. Wir bleiben unten und dürfen federn. Belastung auf den Fersen, die Füße sind vorne quasi fast frei. Popo, popo, federn. Go, 4, sehr gut. 3 noch, 2-mal mehr. 1 und den halten. Und die Arme lösen, Beine aufheben. So, wir verschärfen das Ganze. Gut. Und zwar eine Stufe schwerer. Von hier aus geht's hoch auf die Fußspitze. Okay? Das heißt, wenn wir von hier aus hochkommen, geht's auf die Fußspitze und bringen das Becken ein bisschen nach vorne. Okay? Ein bisschen langsamer. Let's go. Es geht nach oben hoch auf die Fußspitze. Und wieder tief. Genau. Schön auf die Fußspitze nach hinten schieben. Noch einmal mehr. Okay, nach oben. Und das Ganze wieder mit Tempo. Let's go. Und hoch, tief. Auf die Zehenspitze. Genau. Hier brauchen wir ein bisschen Balance. Das heißt, der ganze Körper arbeitet. Bauchnabel einziehen. Okay. Popo anspannen. Come on. Hier. Popo anspannen, runter, anspannen und immer wieder schön die Fersen nach oben, lächeln. Ich weiß, das letzte ist das Schwierigste. Super, wir schaffen noch 8 Male. Go. Hier, sehr gut, kann man schön tief runter, Popo, hier. Kann man letzten 4 Male mehr, 4, 3 noch, sehr gut. 2-mal mehr, schaffen wir oben zu halten, bleiben. Auf die Fußspitze. Bauch fest. Sehr gut. Und langsam lösen, runtergehen. Beine auslockern und Arme. Und nehmt eure Hantel mit dazu und legt die Matte parat. Ja, der Bauchnabel. Okay, also dann sage ich das immer wieder. Oder ich müsste ein Schild hochhalten. Eine Frage, ist die Musik in Ordnung von der Lautstärke oder ist sie zu laut? Okay, super. Prima, wichtig ist nämlich, dass ihr mich vor allem hört. Genau. So, da ist sie, die unsere Matte. Noch gehen wir nicht drauf, aber gleich. Hoppala. So, da sind sie, unsere Arme. Fußspitze zeigt nach außen. Position einnehmen, schließen, öffnen. Genau, starten erstmal ganz entspannt. Gut. Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Super. Go. Und die Ellbogen vorne schließen, zur Seite öffnen. Beine nehmen wir mit. Come on, go, go. Hier. Öffnen. Go. Genau, nutzt hier mal richtig schön Bewegungsradius aus. Geht runter und nach oben. 4, noch slow. Wir ändern gleich das Tempo. Jawohl. Tempo, Tempo, mehr, mehr. Nicht mehr ganz öffnen. Bringt die Ellbogen zusammen. Rücken gerade, Schultern tief. Juhu. Sehr gut, come on. Runter, tief, come on. Durchhalten, Spitze. 4, 3 noch. 2-mal mehr. Arme außen halten, Federn, Beine. Jawohl. Sehr gut. Prima, Federn, Federn. Unten bleiben, beugen die Beine, nur noch Arme. Yes. Go, push, push. Klasse, 4-mal mehr, go, 4. 3 noch.
zweimal mehr. Und jetzt entspannt nach oben ziehen. Go up, federn. Versprochen, gleich gibt es eine kleine Pause. Hier. Sehr gut, ihr seid dabei. Spitze. 4, 3 noch. Zweimal mehr. Unten bleiben, Arme hier. Und löse. Wow. Und die Schultern kreisen nach hinten. Auch hier immer wieder der Tipp, wenn ihr das Gefühl habt, es wird zu viel, es ist zu anstrengend. Ohne Hantel geht's auch. Beide Hantel, eine Seite. Okay. Freie Hand in die Hüfte. Gerade Arm geht nach vorne. Wichtig, Position, Oberkörper ist vorne. Beugen und strecken. Genau, in Schulterhöhe. Schulterhöhe. Ich zeige es einmal seitlich. Genau. Hier. Schöne Bizepsübung. Und meistens ist der Bizeps doch recht stark. Deshalb könnt ihr beide Hantel nehmen. Wenn zu viel ist, natürlich eine Hantel reicht auch. Super. Genau. Und ihr merkt, es ist nicht nur hier der Armbereich, der arbeitet. Auch hier. Und den Popo merkt es, genau. Schöne gerade Balance. Super. Go, 4, 3 noch. Zweimal mehr. Und am Körper nach unten ziehen, beugen. Ja. Es wird immer ein anderer Anteil des Muskels trainiert. Bizeps, Gamma und runter. Schultergürtel vorne. Jawohl. Come on, 4 schaffen wir noch. Lächeln, 4. 3 noch, ist gemein. 2 mehr. Und vorne halten, perfekt. Andere Hand, wir gehen rüber. Okay, dürfen hier ein bisschen auslockern. In die Hüfte nehmen. Okay, beugen und strecken. Come on, beugen. 4. Genau, eine Schokoladenseite gibt es hier immer. Der Rechtshänder, denke ich mal, eher rechts. Links, links, genau. Super. Wichtig hierbei, versucht wirklich schön den Oberarm ruhig zu halten. Wenn das schwer ist, unterstützt ihn auch gerne und nimmt die freie Hand dazu. Okay, super. Hier. Noch einmal. Mehr, mehr. Go. Schaffe noch 4 Male. Let's go. 4, 3 noch. 2-mal mehr. Es geht runter. Nah am Körper beugen. Hier. Schiebe nach vorne. Ah, super. Okay, kann man runter. Und runter. Und hoch. Sehr gut. Hier. Die letzten 4 Male. Spitze. Gut. 4, 3 noch. 2-mal mehr. Und wir halten hier. Bleiben. Und langsam lösen. Die Hand gerne kurz auf den Boden legen. Und kreisen hier. Sehr gut. Einmal schön ziehen. Hier. Zurück. Perfekt. Okay, gut. Die Hand legen wir gerne so ans Ende der Matte. Die brauchen wir später. Ein Schritt hinter die Matte. Okay. Wir kommen mit dem Knie runter. Und eine meiner neuen Lieblingsübungen ist die nächste. Für die seitliche Bauchmuskulatur. Der Bauch ist ja mehrere Teile unterteilt, das heißt Seite, unterer Bauchbereich und die gerade Bauchmuskulatur. Jetzt gehen wir in die Seite. Okay, wichtig hier, eine gerade Position. Im freien Fuß hier aufsetzen, hier schön auf dem Knie balancieren, Arme seitlich und es geht hier in die Seitlage. Okay, von hier aus runter, tief, zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Ja. Wenn ihr die Kamera anhabt oder einen Spiegel vor euch habt, kontrolliert euch, dass ihr hier schön in der geraden Position seid. Go. Es geht runter. Jawohl. Okay, Atmung ganz normal, keine Pressatmung. Super, go tief. Und das Schöne bei dieser Übung ist wirklich, dass der Nacken nicht so schnell verkrampft vielleicht wie bei den Crunches. Super. Aber es wird noch ein bisschen intensiver. 4, 3 noch. 2-mal mehr. So, wir bleiben unten, bleiben, halten. Oberer Arm geht rüber. Lasst die Hüfte so, Becken so. Und wieder strecken. Spürt ihr es? Gut, ihr könnt auch gerne hier den Händen hinterher schauen, runterschauen und nach oben freie Hand blickt. Genau, Balance halten und es geht wieder runter. Ja, spürt es hier in der Seite. Wenn ihr es mir nicht glaubt, könnt ihr auch einfach mal fühlen. Ja, da ist es fest.
Okay, gerne nochmal runter. Hier könnt ihr auch euer eigenes Tempo wählen. Noch einmal nach vorne. Okay, und noch einmal tief ziehen, Endspurt, runter, runter, runter. Hier, gleich geschafft. Tief. Okay, die letzten vier Male. Come on, come on. 4, 3 noch. Super. 2-mal mehr. Kurz halten, unten bleiben, halten, halten. Einmal drehen. Blick runter zur Handfläche. Halten, 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 halten. Noch einmal öffnen. Und lösen. Gut. Einmal hier klein machen und den Oberkörper ein bisschen genau zur Seite bewegen. Okay, super. Bevor wir auf die andere Seite kommen, schieben wir kurz eine schöne andere Übung dazwischen. Vierfüßlerstand. Okay, beide Beine ausstrecken. Hier kurz halten. Okay, für die nächste Übung. Wenn ihr das Gefühl habt, es ist zu schwer, dann geht einfach hier mit den Knien runter und haltet in der Position. Okay, Blick zum Boden. Okay, Knie ran, weg. Knie ran und weg. Knie ran. Gerade und untere Bauchmuskulatur. Okay, come on, wir steigern uns. 4. Super. 3 noch. 2-mal mehr und jetzt ein bisschen mit Tempo. Endspurt, let's go, let's go. Und Knie, Knie, Knie. Hier, come on, push, push. Popo bleibt schön unten. Die letzten 8. Hier, come on, 7. Schöner Bauch, 6. Go, go, 5. Super. Letzten 4. 3 noch. Super, 2 mehr. 1, halten, halten, halten. Knie absetzen. Nach hinten schieben. Kinn aufsetzen. Schön dehnen. Okay, wieder hochkommen. Andere Seite ist dran. Ist nicht ganz so schlimm, ne? Man weiß, ach ja, jetzt ist es wieder ein bisschen harmloser. So, stabile Position einnehmen. In die Seite rüberziehen. Runter. Runter. Klasse. Okay, genießen. Prima. Jetzt ist es wieder die Seite. Und dann darf die Mitte mal ein bisschen pausieren. Aber es ist tatsächlich so, wenn man den Bauch trainiert, sollte man auch genauso den Rücken trainieren, damit wir hier ein schönes Gleichgewicht haben und eine aufrechte Haltung haben. Genau, super. Ich warte immer darauf, dass irgendwo im Hintergrund eine große Welle kommt, ne, oder so ein Delfin springt. Das wär's, oder? Sehr schön. Und 4. 3 noch. 2 mehr. So, wir bleiben unten, wenn es geht. Hier halten oder ein bisschen mehr. Geht mit der langen Hand nach unten, langer Arm. Und wieder öffnen. Schaut ruhig der Hand hinterher. Seitenrumpfmuskulatur. Gerne ausatmen. Ich weiß, hier unten ist immer besonders anstrengend. Und wieder hoch. Lass die Hüfte gerade. Oberkörper dreht sich mit. Kopf und Arm. Ja, noch einmal mehr. Sehr schön. Und noch einmal tief. Jawohl. Okay, nochmal runter. Ja. Und hoch hier bleiben. Nochmal strecken, öffnen. Es geht noch einmal in die Seite. Runter. Yes. Okay, super. Ihr werdet morgen oder übermorgen an mich denken. Super. Und spätestens am Montag sehen wir uns dann ja auch wieder, ne? Okay, und die letzten 4. Super. 3 noch. 2-mal mehr. Wir bleiben unten. Halten. Einmal Oberkörper zieht rüber. Bleibt in der Position, wenn es geht. Wenn das so anstrengend ist, geht nicht ganz so tief runter. Und wieder lösen. Strecken. Und geschafft. Lösen Arm auf die Knie. Oberkörper mal ein bisschen. Genau, wieder bewegen. Okay, super. So, alles okay? Ist Kreislauf in Ordnung? Sehr schön, das freut mich. Ich komme ein bisschen nach hinten. Dann seht ihr mich auch komplett. So, versprochen, das Schlimmste haben wir geschafft. Jetzt nur noch eine Kleinigkeit und dann geht es zum Cooldown. So, erst einmal die Fersen in den Boden stemmen. Drückt euch hier mit dem Oberkörper schön raus. Genau. Haltet die Hanteln, eine reicht.
vorne. Gestreckte Arme. Okay, von hier aus beugen wir Richtung Schulter, egal ob rechts oder links zuerst. Und nach vorne. Und wieder Schultern hier rüberziehen. Und strecken. Hand in Richtung Schulter. Und wieder strecken. Schulter. Und wieder strecken. Vorne halten. Lehnt euch ein bisschen mit dem Oberkörper nach hinten. Lasst die Ferse am Boden. Okay. Von hier aus im Wechsel heben. Ferse anheben, senken. Anheben, senken. Anheben, senken. Anheben, senken. Gut. Okay, wir haben die Hände immer noch vorne, Arme gestreckt. Anheben und senken. Sehr schön. Das könnten wir jetzt noch mindestens 10 Minuten machen, oder? 4, 3 noch. Zweimal mehr. Okay, versucht beide Fersen leicht anzuheben, nicht wahnsinnig hoch. Jetzt kommt nochmal die Hantel ins Spiel. Die Hantel nehmen wir unter die Beine durch und nach oben. Okay, in eurem Tempo. Versucht die Beine zusammenzulassen. Okay, wir machen weiter, immer schön im Wechsel. Hantel unter den Kniekehlen greifen oben. Jawohl. Okay, machen weiter, setzen aber gerne hier die Fersen auf. Die Fersen aufsetzen. Im ersten Moment wird es einfacher und dann merkt ihr, der Bauch muss ja immer noch arbeiten. Gut, gut. Hier. Okay, in eurem Tempo. Spitze. Letzten 4 Male. Go, go. 4. 3 noch. 2-mal mehr. 1. Mitte halten. Hantel vorne greifen. Genau. Super. Noch 4. 3. 2. Hantel zur Seite. Kleines Päckchen machen. Könnt euch gerne mal so ein bisschen rund machen. Kinn zur Brust, wenn es kurz als Entspannung dienen soll für den Rücken. So. Fersen aufsetzen, Arme gestreckt nach vorne. Jawohl. Wir federn mit den Armen, versprochen. Letzte richtige anstrengende Übung für heute. Come on, hep, hep. Hier, federn, federn, federn. Ihr könnt dosieren. Entweder geht ihr noch ein bisschen weiter nach hinten und wenn ihr sagt, hier reicht es mir, Brust raus. Jawohl, klasse. Federn, federn, federn. Super. Ziehen, 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 ziehen. Und wir paddeln eine Runde. Go, rüber. Yes. Lange Arme, lass die Arme gestreckt. Super, come on. Knie ruhig halten, Beine ruhig. Ah, come on, hier, hier. Letzte. 4, gleich geschafft. 3 noch. 2-mal mehr. 1, in die Mitte kommen, kleines Päckchen machen. Kinn zur Brust. Allerletzte Übung, eine schaffen wir noch. Ich würde gerne noch mal ganz kurz den Puls nach oben bringen. Das schaffen wir. So, und zwar einmal umdrehen auf alle Viere. Auf die Hände, Beine strecken. Kennt ihr Mountain Climber? Natürlich. So, den schaffen wir erstmal. Rantesten, Knie ran im Wechsel. Das kennen wir schon von eben. Yes, ran. Und weg. So, wir wollen den Berg hoch und das schleunigst mit Tempo. Let's go, go. Hier, hier. Come on, come on, come on. Hup, hup. Durchhalten. Let's go, come on. Noch 8. Super. 7. Go, go. 6. Spitze. 5. Die letzten 4 Male. Go. 4. 3 noch. 2-mal mehr. 1. Und halten. Bleib, 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 bleib. Und löse. Streckt euch lang aus. Macht die Arme und Beine lang. Sehr gut. Ich würde sagen, definitiv eine Entspannung verdient. Bleibt gerne erstmal auf dem Bauch liegen. Wenn euch kalt wird, dann eine Jacke überziehen. Musik wird auch ein bisschen ruhiger. Und durch die Nase einatmen, durch den Mund aus. Okay, so. Macht es euch bequem, erst einmal in Bauchlage. Genau.
Leg dazu den Kopf auf die Hände. Genau, gerne den Kopf ein bisschen zur Seite drehen oder die Stirn auflegen. Ihr könnt in die ruhige Atmung kommen. Der anstrengende Teil ist geschafft. Und die nächsten 5-6 Minuten sind eine schöne Belohnung. Ganz genau dafür. Okay. Wir lösen die Arme, bringen die Arme nach hinten und heben den Oberkörper ein bisschen an. Schulterblätter zusammenziehen. Blick zum Boden. Und wenn möglich noch mal etwas höher halten. Und wieder ablegen. Stirn gerne auf die Matte, die Arme lang ausstrecken. Hände greifen. Genießen. Wir stützen uns ab. Rechts und links neben den Schultern abstützen, nach oben kommen. Von hier aus den hinteren Arm lösen und einmal hier durch die Kuhle kommen und legt euch ab, Popo nach hinten. Handrücken liegt auf der Matte. Den Kopf auch gerne ablegen auf der Matte. Und wieder lösen. Einmal strecken hier, Arme strecken. Genau, ganz lang machen. Und mal hoch, nach oben greifen im Wechsel. Die Hände wieder öffnen und schließen. Und ihr merkt schon, ja, für die Seiten haben wir heute was gemacht. Okay, wieder Vierfüßlerstand. Hände aufsetzen, den anderen Arm nehmen, drunter durchlegen. Dann den Oberkörper auch tief ziehen, Kopf ablegen und gerne den Popo. Und Dehnung Schultergürtel, oberer Rückenbereich. Und wieder lösen, nach oben kommen, diesmal Becken mit anheben, genau, einmal strecken und greifen nach oben, schön im Wechsel über die Seite, ja. Und oben halten, Blick zu mir nach vorne, wir stützen uns auf der Ferse ab und hier mal nach hinten öffnen, so weit wie es geht. Wichtig ist, wir haben viel den Bauch trainiert, einmal langziehen. Und wir werden klein rollen nach vorne. Ein kleines Päckchen. Arme nach hinten ziehen, Kinn zur Brust. Und Oberkörper rollt wieder auf. Kommen wieder in die Position, Becken anheben. Und wir öffnen nach hinten. Versuchen die Ferse zu greifen. Becken schiebt nach vorne. Blick nach oben zur Decke. Schön halten. Und wieder lösen. Noch einmal nach vorne kommen. Kleines Päckchen machen. Arme nach hinten ziehen. Kinn zur Brust. Okay. Kommen wieder hoch. Hände absetzen. Die Füße kommen zu den Händen, genau. Und wir kommen von hier aus Stück für Stück nach oben. Die Fersen absetzen. Die Beine lang machen. Und dann langsam kommt der Oberkörper. Wirbel für Wirbel nach oben. Bis wir wieder im geraden Stand sind. Genau, achtet ein bisschen auf euren Kreislauf. Okay, Fußspitze zeigt nach außen. Alles okay? Ja, genau. Alle wieder oben. Ich kann euch alle wieder sehen. Gut. Okay, in die Seite. Streckt euch. Gut. Dankeschön. Hier, genießt jede Bewegung. Lang. Oh, mal richtig schön strecken. Sehr gut. In der Mitte halten. Einmal nach oben. Und es geht über die Seite.
Wir falten die Hände und hier rüber ziehen, genau. Oberkörper ist hier gerade und wir haben hier quasi, ich zeige es einmal, die gefalteten Hände in der Seite. Gut. Sehr schön. Und wir wechseln auf die andere Seite. Einmal hier richtig schön einhaken, genau, die Faust hier auf die andere Seite. Sehr schön. Make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly. Und wieder lösen. So, wir atmen einmal tief ein durch die Nase. Mund ausatmen. Einmal tief ein. Ausatmen. Und beim letzten Einatmen die Beine schließen. Und ausatmen. Vielen, vielen Dank.